Hallo und einen wunderschönen guten Tag zurück zu Pixelmon. Ja, ich habe ja schon so ein bisschen was geplant, was ich jetzt haben machen wollen tun. Eine kleine Anmerkung vorweg. Unsere ganzen Quests sind weg. Ich musste gerade eben, als ich es gestartet habe, mir wieder einen Starter aussuchen. Hab natürlich wieder Shiggy genommen. Aber es ist ein anderes Shiggy. Also es ist ein anderes Shiggy als zuvor. Hat zu selben, aber wenn ihr gemerkt habt, das letzte Shiggy, das hatte 19 KP. Das hat jetzt komischerweise 20. Ich musste ein neues Pokémon auswählen. Und meine Aufgaben sind weg. Naja. Keine Ahnung wieso. Aber vielleicht kriege ich die Aufgaben irgendwann nochmal wieder. Aber ich hatte ja jetzt geplant. Sorry. Hätte jetzt geplant, da irgendwo sind Berge, genau. Nur müssen wir das Essen holen, oder? Na, Essen habe ich. Ah, ich mache mein ganzen Trink und alles weg. Und dann irgendwann muss ich auch mal anfangen, hier ein bisschen zu sortieren. Mal jetzt einmal alles rein, brauche ich ja gerade nicht. Das hebe ich auf für irgendwelche Arena-Kämpfe oder Pokémon-Kämpfe oder so. Wir laufen jetzt erstmal. Da hinten sind irgendwo Berge. Und ich möchte an Gesteins-Pokémon. Oh, nein, weg. Oh, ein Safari-Ball. Diese glänzenden Flächen auf dem Fußboden. Das sind netterweise Items. Das sind Items. Also, wenn was glänzt, ich versuche darauf zu achten, dass ich es einsammle. Aber in der Regel wird das mit Sicherheit nicht passieren, weil ich es mit Sicherheit übersehen werde. Oh, da noch was. Na, wir pflanzen, ey. Ich pflanze immer andauernd? Das riecht unnötig. Okay. Das ist Schneegebiet. Schneegebiet ist nicht das, was ich haben wollte. Der Steins-Pokémon. Vielleicht finde ich ja hier irgendwo Gesteins-Pokémon. Schneegebiet wird schwierig, glaube ich. Was bist du? Quiekel. Ich laufe einfach mal ein bisschen weg. Ist ja kein Problem, weil ich habe ja da meinen Wegpunkt. Das ist ja der grüne Punkt auf der Karte. Da sehe ich ja immer wieder nach Hause. Finde ich ja nach Hause, ist kein Problem. Aber ich hätte gern ein paar Gesteins-Pokémon. Das wäre ganz nett. Vor allem Gesteins-Pokémon kann ich gut trainieren. Irgendwie, aua. Nein. Nee, kein Dusugor. Geh weg. Schigisten, komm, das ist schön. Ich will Gesteins-Pokémon. Das ist Elektro. Das ist gar nicht gut. Sind hier keine Gesteins-Pokémon? Irgendwo muss es auch Gesteins-Pokémon geben, oder nicht? Irgendwo in der Welt gibt es Gesteins-Pokémon. Oder ich laufe einfach mal da hoch. Oh nein. Die Lamm. Voltilam ist auch nicht gut, weil Voltilam auch Elektro ist. Oh, ist es schwierig, hier Gesteins-Pokémon zu suchen. Es ist ja. Attackenhelfer. Komm her, bleib stehen. Oh, kann ich gar nicht. Aber schön, dass der existiert, Attackenhelfer. Was du denn? Was ist das? Jetzt habe ich keine Spitzhacke dabei. Ah, Mist. Da ist noch so ein Ding. Bist du? Ah, von. Egal. Es ist zwar Level 8, aber. Es sieht ganz gut aus. Bitte warten. Kampf. Aquaknarre, bitte. Bitte. Mami ist nicht gut. Bitte. Ja, easy. Level 6 Panzerschutz. Das ist ja Luxus. Das ist schon ein bisschen makaber, dass ich von dem Items bekomme. Ich habe ihn getötet und bekomme dafür Kohle. Das ist ja echt herzallerliebst. So, ich brauche noch vielleicht noch ein paar Gesteins-Pokémon. Das wäre ganz herzallerliebster. Da ist ein Kleinstein. Ist auch noch dunkel.
Kampf. Aquaknarre. Level 10. Hätte ich darauf achten müssen. Egal. Das macht der Verteidigung hoch. Das ist natürlich sehr gut. Aquaknarre. Und dann bin ich auch schon Level 7. Alles nehmen natürlich. Ist hier natürlich rein gar nichts. Ja, bist du? Bist du? Level 7. Ich sehe immer noch nichts. Aber so ist eigentlich relativ einfach zu trainieren. Da leuchtet irgendwas Großes. Und da gehe ich jetzt hin. Da oben. Da oben leuchtet was. Da gehe ich jetzt hin. Alles nehmen. Was ist das? Nein! Egal. Kampf. Abknarre. Und nochmal Abknarre und dann ist es auch schon kaputt. Und ich bin schon wieder fast level. Alles ne. Was ist das? Es leuchtet so schön. Was ist das? Was bist du? Kann mir einer sagen, was es ist? Ich habe Angst, bis runter und runter zu springen und zu sterben. Aua. Was ist das? Wofür leuchtet es ganz schön? Hier war doch irgendwo Gesteins-Pokémon, oder? Irgendwo war doch noch einer. Was bist du? Nein. Falsch hast du. Bestimmt, bestimmt. Bleib doch stehen. Ich hab dich gerade vom Sterben gerettet. Sei mir dankbar. Du wärst sonst elendig an einem Grasblock verstorben. Jetzt muss ich aber langsam wieder zurück um meinen Turbodreher. Der für ein Typ normal, ne? Machen wir Deckel weg, ne? Nehmen wir alles mit. Und da. Schaffe ich den noch? Ich versuch's mal. Ich versuch's mal. Ja. Nein, nett. Das ist ja nett. Schaffe ich den noch? Welches Level bist du? Nein, das schaffe ich nicht mehr. Das schaffe ich nicht mehr, glaube ich. Wenn ich jetzt Panzerschutz einsetze. Guck mal, ich muss einfach hoffen, dass da. Oh, na gut. Ich muss gar nichts hoffen, weil ich mache den mit einem Hit kaputt. Dann laufen wir mal wieder Richtung nach Hause. Nehmen wir einen kleinen Stein mit. Level 10. Aquaknarre. Sehr effektiv. Ich habe doch gesagt, hier zu trainieren ist gar nicht schlecht. Ich brauche auch als nächstes. Ich habe einen Safari-Ball. Ich weiß ja nicht. Damit werden Pokémon gefangen. Dieser Ball hat einen. In einem Pflanzenbiom. Ein Pflanzenbiom hat das höhere Chance, dass das Pokémon drin bleibt. Oh, das pflastert jeder geil aus. Auch im Dunkeln. Da unten ist ein. Okay. Und laufen wir einfach mal zurück. Ein Galar-Fritzelblitz. Ein Zickzack, Mann. Sorry, ein Galar-Zickzacks. Wollte gerade Fritzelblitz sagen. Haben wir eigentlich null Ähnlichkeit, aber naja. Mauzi. Ich laufe jetzt gerade schon nach Hause. Ich brauche auch ein Pflanzen-Pokémon für die Arena. Weil es ist ja Wasser-Pokémon und dafür brauche ich Pflanze. Ne, wie man weiß, Pflanze ist effektiv gegen Wasser. Also suchen wir gleich. Gehen wir erstmal schlafen. Und dann suchen wir. Oh, kann nicht mehr laufen. Dann suchen wir gleich mal ein Pflanzen-Pokémon, was gut geeignet ist. Für diesen Job. Und Seemops ist auch süß. Ich mag Seemöpse. Seemöpse. Das hört sich zwar nicht ganz richtig an, aber es ist richtig. Oh, Wasser. So, bin ich gleich wieder zu Hause. Dann gehe ich gleich mal schnell schlafen und dann suche ich mal nach einem geeigneten Pflanzen-Pokémon.
Und ich muss noch rausfinden, wie man, Geh weg da bitte. Wie man, Puckebälle, sich baut. Irgendwo noch Achievements, ne? 1 von 10 ist nicht schlecht. Füllt 10% vom Pokédex. Okay. Das, Bekämpfe 50 Pokémon, bekämpfe 1000 Pokémon. Was haben wir? Landwirtschaft? Vermehre zwei Tiere. Zähme ein Tier. Sähe Samen und sieh ihm beim Wachsen zu. Entdecke alle Biome. 36 Biome. Okay, es gibt 36 Biome. Ist ja nicht viel. Ist ja schnell erledigt. Aber hier, da haben wir was, oder? Bist du fertig? Nee, bist noch nicht fertig. Du bist fertig. Ich soll Pflanzen beim Wachsen zusehen. Hat man nicht mehr Felder? Nee, ne? Hat man nur zwei, ne? Zwölfweise. Okay, ich lass mal alleine. Ich störe dich. Tut mir leid. Tut mir leid fürs Stören. Da, hier hinten, hier hinten, hier hinten. Hobbygärtner, ist hier erreicht. Weil die hier nicht nach hinten gehen. Das ist praktisch. So, habe ich noch irgendwas zum Ernten? Da ist wieder Santa. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Brot. Ist da ein Mehltang? Bist du ein Mehltang? Bist du ein Mehltang? Ja, du bist ein Mehltang, oder? Du bist ein Mehltang. Level 5. Ich brauche eigentlich Pflanzen-Pokémon. Muss ich gleich mal nach Pflanzen-Pokémon suchen? In einem Pflanzenbiom. So, schön hier. Alle fertig. Oh. Wer greift hier an? So, dich nehme ich mit. Dich nehme ich noch mit und dann. Wer bist du? Level 4. Guck mal. Radfratz. Oh, einfach mal ein Turbodreher. Und das dürfte eigentlich. Bitte warten. Kampf, nochmal Turbodreher. Warum ist dieses Radfratz schneller? Aber es hat rote Zug eingesetzt, glaube ich. Habe ich was bekommen? Ja, 12 Dollar. 12. Vielen Dank für diese 12 Dollar. Oder Poké-Dollar. Coins, wie man sie nennen möchte. Lohnstaub. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal hier ein bisschen sortieren, weil ich habe keinen Platz hier. Ich nehme also einmal die ganzen Aprikoko raus und die werde ich dann in eine Kiste packen, die natürlich hinten bei den Aprikoko steht. Und dann mache ich noch eine Kiste für die Beeren. Die werden vielleicht natürlich auch zu den Bären packen. Habe ich noch irgendwas gerade? Nee, ne? Nee. Dann mache ich hinterher noch in eine Kiste. Speziell für Pokébälle. Komm mal, immer zwei. Machen wir gleich drei. Machen wir gleich für die Pokébälle auch noch mit. Und nach unten in die Mine muss ich auch noch irgendwann. Kamox Level 10. Dann machen wir jetzt hier die Aprikoko rein. So, das sind die weißen. Dann kann ich, glaube ich, noch die Schilder machen. Mache ich gleich mal die Schilder. Dann kann ich gleich die so ein bisschen, ne, markieren, was es für welche sind. Sie frage, wo packe ich hier die Kiste hin von den Bären? Mich irgendwo, wo es nicht stört, ne? Packe ich einfach hier vor. Einfach Pokémon, ja, ich packe es hier vorne rein. Schmeiße die da rein und dann passt das. So, du hast ja nichts drin zu suchen an der Tür. Es wird Zeit, dass ich langsam mal eine Eisentür bekomme, damit hier die nicht mehr reinkommen.
Dann mache ich mal schnell Spitzhacke und dann gehe ich mal runter in die Mine. Runter in die Mine. Ich mache mir eine Mine. So, ein bisschen Stein farmen und dann Eisen suchen, dass ich mir. Das erste, was ich mache, ist eine Eisentür. Erste, was ich machen werde. Eine Eisentür. Kurz Pokémon heilen. Ich weiß ja nicht, wie es unter der Erde aussieht mit Pokémon. Ich weiß es nicht. Das sehen wir ja dann. So, damit noch ein Aprikoko. Ich sammle viel zu viel. Man kann auch, habe ich so eingestellt, ich glaube 32 Aprikokobäume pro Chunk pflanzen. Ich weiß es nicht, wo, wie, wer, was ein Chunk ist. Also, wie groß ein Chunk ist. Das wächst noch. Und ich muss. Wo hab ich denn drei Tränke her? Habe ich die mitgenommen? Wo habe ich drei Tränke her? Kennst du gut Redstone-Schaltung? Ich versuche eine Stadt hier zu betreiben. Nicht den Weltfrieden zu. Nicht den Weltfrieden zu lösen? Das ergibt keinen Sinn für mich. Oh, welches Level bist du? Punit Level 10. Genau, nett. Aquaknarre. Mal los, Aquaknarre. Und dann noch einmal Aquaknarre und dann. Das ist so ein bisschen Training zwischendurch. Das ist praktisch. Guten Schlag. Verteidigung sinkt. Ist mir nicht relativ egal, weil das bringt dir eigentlich relativ gar nichts. Und noch ein Level. Bis. Verteidigung des Gegners. Ich glaube, ich mache guten Schlag dafür weg. Alles nehmen. Und ich habe Ponita einfach mal. Ja, ich habe Ponita einfach die Haut vom Leib gerissen. Wie krank ist das bitte? Wie krank? Ich werde mir jetzt ein Haus hier raussuchen und das einfach nach unten buddeln. Wäre, glaube ich, so für mich am einfachsten, anstatt hier irgendwie so ein Loch zu graben. Sind die süß? Was ist das? Ich wollte gerade sagen, das sah für mich gerade aus wie ein Datiri. Aber das ist ein Goldking, ein kleines. So, ich pack da mal die Sachen weg und dann grab ich mich runter. Gucken, wo ich mich runtergrabe. Ich nehme ein kleines Haus. Nehme das kleine Haus. Das ist klein und süß und knuddelig. Dann mache ich am besten hier. Ja, Steinzeit. Das ist ja. Freut. Dann glaube ich einfach hier ein bisschen runter. Ah, ich muss noch Fackeln machen. Ich muss noch Fackeln machen, sonst sehe ich gleich nichts. Ich brauche noch Fackeln. Musikgeräusche, mal Musik ein bisschen leiser. Nee, das, ich mach das ein bisschen leiser. Ich muss schon sagen, also die Musik vorher, diese spezielle Musik, die war ein bisschen schöner, muss ich sagen. So. Machen wir mal so, es reicht aus. Mache ich nochmal eine Steinspitzhacke. Falls ich wirklich Eisen finde. Das wäre ja schön. Dann ein paar Fackeln, damit ich ein bisschen was sehe. Und dann gehen wir jetzt hier runter. So, und gehen wir wieder runter und dann muss man merken, dass das hier das Haus ist, was ich zur Mine mache. Also, mehr Glück haben kann man ja nicht, oder? Mehr Glück haben kann man doch einfach nicht. Ich habe gerade eben von Eisen geredet. Was finde ich Eisen? Ja, das finde ich nicht schlecht gerade. So, aber ich muss trotzdem weiter runter. Weil diese paar Eisen bringen mir ja nichts. Doch ja mehr als nur diese paar Eisen. So.
5 Eisen habe ich jetzt. 5 Eisen reicht aber nicht. Für einen Eisentyp brauche ich mindestens 6 Eisen. Und die will ich auch hoffentlich finden. Ich sehe zum Glück auf der Karte, auf welcher Höhe ich bin. Was ist das denn? Was bist du? Kann ich nur mit Eisen abbauen, toll. Ja gut, ich weiß nicht, was es ist. Ja, dann baue ich mich eben jetzt hier runter. Dann ist das so. Das kriegen wir auch hin. So. Wir müssen hell machen wieder. Wir wollen ja nicht im Dunkeln stehen. Und noch ein bisschen Eisen geht. Was bist du denn? Keine Ahnung. Ich sehe so viele neue Sachen, wo ich nicht weiß, was es ist. Kann ich dich mit... Ich kann nicht ab... Was ist das? Amethyst. Ich nehme es einfach mit. Ich weiß zwar nicht, was ich damit anstellen kann, aber ich nehme es einfach mit. Mal gucken. Machen wir mal hier diese Holzspitzhacke kaputt. Da kann ich noch eine Fackel reinmachen, da es gerade so anbietet. Und dann wird weiter hier unten Löcher gegraben. Aber ein bisschen Eisen wäre noch ganz angenehm. Guck mal, ein bisschen Eisen geht doch noch, oder? Guck mal, ich möchte noch ein paar Eisen. Guck mal, 5 Eisen. 5 Eisen reicht aus. Guck mal, gönn mir netterweise 5 Eisen. 5 Eisen ist doch nicht viel verlangt, oder? 5 Eisen ist doch nicht viel. Grab ihn einfach jetzt ein bisschen geradeaus und dann... Okay, das war schon das erste. So. Dann mache ich den noch kaputt. Und dann grabe ich mich einfach ein bisschen in die Seite rein. Einfach hier ein bisschen reingraben. Ich dachte, ich hätte gerade Lava gehört, aber es war gerade nur Täuschung. Da oben ist Kohle. Ich habe es gesehen. Werde ich aber gerade noch nicht abbauen. Ich lasse es noch ein bisschen. So. Ich glaube, beim nächsten Mal werde ich auch noch ein Texturenpack draufziehen. Weil ich habe nämlich so ein Texturenpack für das normale Minecraft. Und das werde ich, glaube ich, einfach hier raufziehen, weil das sieht auch ganz schick aus. Damit das hier auch ein bisschen, so die Texturen ein bisschen schöner sind. Weil ich finde, das sieht nicht so schön aus. Neues Rezept. Guck mal, ein bisschen Eisen wäre ganz nett. Oh, ein bisschen Eisen. Weißt du, was Eisen ist? Ja, ich hoffe. Das brauche ich jetzt. Dann nehme ich ein bisschen mit. Mache ich gerade noch, bis meine Spitzhacke kaputt ist und dann werde ich wieder hochgehen. Obwohl schade, dass ich jetzt kein weiteres Eisen gefunden habe. Und ich muss mich auch auseinandersetzen, wie ich Pokebälle mir baue. Muss ich auch noch gucken. Weil ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob man die Rezepte hier irgendwo sieht. Von Pokebällen. Das sind, glaube ich, die normale Rezepte, ne? Und keine speziellen Rezepte. Ich weiß auch nicht, ob man es an der Werkbank nur machen kann oder ich das jetzt hier so machen kann. Ich habe keine Ahnung. Dafür muss man irgendwie mit den Aprikosen, ich glaube, braten muss man die. Und dann muss man sie irgendwie weiterverarbeiten. Und man braucht, glaube ich, Knöpfe. Und dann muss man eben die obere Hälfte oben, also Werkbank oben, das Deckel, in der Mitte den Knopf und unten dann, ich sag mal, das untere Stück von dem Pokéball. So, glaube ich, geht das. Aber ich muss erstmal rausfinden, wie man überhaupt hier diese Dinger macht, diese, Und hier werden ja auch keine Rezepte angezeigt. Das ist ein bisschen doof. Finde ich ein bisschen schade, dass mir keine Rezepte angezeigt werden, wie das funktioniert. Wäre ganz angenehm gewesen.
So, und es ist dunkel. Das erfreut mich ja. Ja, so. Was machst du hier? Das ist immer noch mein Haus. Oh, du hast eine Aufgabe für mich. Du hast eine Aufgabe für mich. Das kriegen wir doch hin. Guck mal. Can you mine? Ja, das war das mit dem 50. So, schmeißen wir mal hier alles rein. Also, Eisen muss ich braten. Und dafür brauchen wir Kohle. Ich hoffe, ich habe noch Kohle. Jetzt habe ich keine Kohle mitgenommen. Doch, ich habe noch Kohle. Brate ich mal schnell. Ich glaube, vielleicht haben die anderen jetzt auch wieder Aufgaben. Mal gucken, was die anderen Aufgaben haben für mich. Da, du hast eine Aufgabe für mich. Das war schön. Du hast Läppchen. Läppchen. Can you visit Ultraspace and divulge information for me about... Was muss ich machen? An Ultra Recon Squad Age wants you to travel to Ultraspace. Ah, zu diesen Ultra-Bestien. Und wieso, wie komme ich da hin? Ich weiß nicht, wie ich hinkomme. Müssten Sie mir schon sagen, wie ich da hinkomme? Zu diesen Ultra-Bestien. Weil ich weiß aus dem Kopf jetzt nicht. Du hast auch noch was? Identifiziert. Ja, kann ich machen. Ich hoffe, die Aufgaben bleiben dann auch noch. Gut, sind wieder zwei Verkäufer. Ein Toast. Pasta. Okay, ich kann mir hier Essen kaufen. Für es auch immer gut ist. Keine Ahnung. Hast du was? Ey, die Preise ändern sich, ne? Das ist auch immer andere Verkäufer. Weil hier ist ein Pokéball zum Beispiel billiger. Weil hier kostet ein Pokéball nur 240 anstatt 336. Das bleibt. Habe ich vielleicht noch irgendwo einen netten... Geh weg mit dem Tank. So, hier kann ich noch... Hier muss ich... Ich meine mal die Schilder, oder? Haben wir ein bisschen Zeit? Ja, 3 Minuten habe ich noch. 3 Minuten habe ich noch. Mache ich noch schnell die Schilder. Du hast immer noch nichts drin zu suchen. Es sind 2 Leute hier drin. Was macht ihr? Das ist mein Haus. So, dann machen wir das. Und dann 3, 6, 9. Das sollte hoffentlich reichen. Hoffentlich. Aprikoko. Schwarz. Wird Aprikoko geschrieben, ne? Aprikoko. Aprikoko. Passt. Aprikoko. Rot. Das ist blau. Ist das blau oder ist das lila? Das ist blau, ne? Das ist blau. Guck mal. Das ist blau, ne? Das ist blau, genau. Rikoko. Ne? Ich muss wieder hoch, weil... So. Blau. Das weiß ich nicht. Das ist weiß. Aprikoko. Weiß. Aprikoko. Na, ist mal unten. Gelb. Und das ist Aprikoko-Grün. Aprikoko. Grün. Ich weiß nicht, ob es überhaupt noch mehr gibt. Ich weiß es nicht. Pink habe ich noch. Das weiß ich noch. Das ist pink. Aprikoko. Pink. Und noch Aprikoko. Lager. Hier lagern wir mal unsere Aprikoko. So. Da haben wir noch einen. Und dann können wir irgendwann aus den Aprikoko dann noch was machen. Das ist mein Bärenlager. Bärenlager.
Und da sind eben meine Bärenfelder, die links und rechts. Vielleicht werde ich irgendwann noch hinterher. Wächst das überhaupt? Muss ich das irgendwie gießen oder so? Da kommt irgendwie nichts. Vielleicht wisst ihr ja, ob die ja so wachsen oder nicht. So, auf alle Fälle war es das erstmal wieder für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne mal eine nette Bewertung da. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge bei Pixelmon. Bis dahin noch einen schönen Tag. Ciao.